Auf geht's. Da sehe ich einen. Ich hoffe, da ist jetzt kein zweiter in der Nähe. Ich höre nur Klicker irgendwo. Ich konnte meine Waffe nicht nachladen. Es geht doch mit R2, oder? Also ich hatte das Gefühl, man kann mit R2 nachladen und das ging gerade nicht. Boah, ich hasse diese Klicker, ich hasse sie so derbe. So, da sind noch Klicker auf jeden Fall da. Oh Gott, hier sind noch einige. So, wir haben aber viele Pillen gefunden. Oh, nice. Erstmal bis zu der Ecke hier. Also wenn der Chat mir sagen kann, wie ich nachlade, meines Erachtens geht das, ging das nicht. Oder ich hätte hier den einen noch verballern müssen, aber das ist ja unnötig eigentlich. Gehen wir mal ein bisschen näher und gucken, was hier ist. Ja, mache ich. Geht nicht. Passiert nichts. Habe ich gemacht. Also R2 kann ich drücken, da passiert gerade nichts. West Virginia. Ach so, oh. Okay, das erklärt alles. Bei der habe ich nachgeladen und der Pfeil geht auch nicht. Okay. Und da habe ich einfach gar nichts dran. Das ist so schlimm, dass ich bei der einen Waffe, bei der Schrotflinte, bei meiner besten Waffe nichts habe. Aber das wäre auch ein Wunder, wenn du immer genug Schrotmunition hättest, wäre es ja keine Herausforderung mehr, ne? Fuck, ey. Viel zu viel Munition verballert, Scheiße. Unnötig, ich weiß. Ah, Scheiße, Scheiße, Scheiße. So gibt das nichts mit Munition sparen. Das muss ich mir unbedingt abgewöhnen. Waren das jetzt hier alle? Ist hier noch einer? Nee, ne, ne. Ich glaube, hier ist erstmal keiner mehr. Hier waren wir schon, oder? Ja, hier waren wir gerade.
Chat sagt, Mario muss Munition sparen, was macht Mario? Erstmal viermal auf dummen Gegner schießen. Das fand ich gerade gut. Da gehen wir noch nicht lang. Die Frage ist, wo ist der scheiß Tresor? Ist der schon hier? Ist der oder ist der noch höher? Ja, hier ist der nicht. Der muss noch höher irgendwo sein, der Tresor. Ich hoffe, wir haben ihn nicht übersehen. Der Spam war bei mir. Oh Gott, wie viel sind denn hier noch? 1, 2, 3 mindestens. Oh mein Gott, da sind auch noch Stalker. Ich krieg die Krise. Wie kriegen wir die denn down? Ob das jetzt Munition gespart war, will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Ich glaube, der Chat kriegt gerade eine Krise, wenn man mich spielen sieht. Ich glaube, der Chat kriegt halt echt die größte Krise der Welt, wenn man mich spielen sieht. Ewig. Da ist endlich mein Brecheisen wieder. Nice. Und da war eine Munition noch. Mitnehmen auf jeden Fall. So, haben wir hier schon geguckt? Ich weiß gar nicht, wo wir schon geguckt haben und wo nicht. Also hier waren wir. Auf der anderen Seite ging es dann noch irgendwo weiter. Da ist eine Tür. Und auf der anderen Seite war auch noch was. Jetzt gehen wir erstmal nach vorne und gehen dann auf der anderen Seite hoch. Dann geht es hier weiter. Ich weiß nicht, wo es weitergeht gleich. So, erinnere ich mich jetzt richtig. 90, wir probieren es einmal, ob ich es richtig erinnere. 7701.
Und da ist noch was zum Verbessern. Oh mein Gott. Kampfvorschrift. Ja, siehst du, jetzt haben wir die eine Munition natürlich wieder voll hier, die wir... Ja, sollten wir mit der schießen, die wir andauernd voll haben. Das ist ja mega nervig. Was können wir jetzt noch alles hier hochskillen? Schnellere Fertigung. Brauchen wir nicht. Haltbare Nahkampfwaffen, verbesserte Rohrbomben. Ne, wir sollten gleich das am besten machen. Und ich würde immer noch gern eigentlich das machen. Wir machen mal hier erst das Leben. 25% mehr Leben. Dass wir ein bisschen mehr noch aushalten. Und jetzt fertigen wir hier die Patronen an. Dann können wir gleich, wenn wir irgendwo genug haben, hier Patronen anfertigen. Zusätzlich, das ist ganz gut. Nein, das habe ich gerade auswendig mir gemerkt. Ich habe keinen Zettel und Stift bei mir. Also ich hätte theoretisch, aber ich habe mir nichts aufgeschrieben. Das habe ich mir gerade auswendig gemerkt. Hier sind noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Sehr gut. Ja, hier, Lauschangriff habe ich verbessert. Oliver fragt gerade. Hallo? So. Ja, das war der Lauschangriff. 50% mehr Reichweite. Wir können hier, wir können den gar nicht mehr weiter verbessern. Genau, aber ich glaube, dass dieses Anfertigen von Kugeln total gut ist, weil wir da nachher, dann können wir halt, wenn wir genug Rohstoffe haben, und die gibt es ja manchmal, unsere Kugeln selbst ein bisschen auffüllen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Würde ich jetzt mal einfach so sagen. Okay, und jetzt geht's zum nächsten Abschnitt. Oh mein Gott.